willkommen zu einer neuen Mittagspausenführung. Mein Name ist Nicole Auerswald und ich zeige euch heute, beziehungsweise eine Kollegin von mir zeigt euch heute ein ganz tolles Objekt von uns. Wir sind, wie ihr seht, nicht im Museum, sondern wir sind hier am Dresdner Flughafen. Und meine Kollegin hier vom Flughafen zeigt euch heute eines unserer spektakulärsten und besondersten Objekte, die wir bei uns im Sammlungsbestand haben. Viel Spaß! Willkommen am Flughafen Dresden. Mein Name ist Jana Franke. Ich bin hier die Ansprechpartnerin für die Flughafenführung und für das Erlebnis Airport. Wir befinden uns hier jetzt in einem Seitenteil des Terminals, wo wir eine wahre Legende beherbergen. Sie ist das Symbol des DDR-Flugzeugbaus und zur damaligen Zeit das wichtigste Projekt. Die 152, das erste turbinenstrahlgetriebene Verkehrsflugzeug. Echte Geschichte zum Anfassen hier am Airport. Der einzig erhaltene Rumpf der 152 gehört seit 1993 dem Verkehrsmuseum Dresden und wird uns für Flughafenführung und für Veranstaltungen hier zur Verfügung gestellt. Wir gehen also mit den Gästen rein und erzählen alles rund um die damalige Luftfahrtgeschichte. Wie es damals zum Bau dieser Flugzeuglegende kam, warum die Maschine so tragisch im Frühjahr 59 abstürzte, dies und weitere Fragen erzählen wir euch sehr gern auf unserer Airport History Tour. Ich nehme euch jetzt aber erstmal mit rein. So, jetzt habe ich euch einmal hier mit in diesen Rumpf reingenommen. Kurzer Blick in den Passagierraum. Schaut mal, was damals hier für eine Beinfreiheit da war, wie viel Platz es hier gab und zusätzliches Gepäck man doch mitnehmen konnte. Ihr seht hinten noch die Waschräume. Mir hier gegenüber liegt das Cockpit. Aber so viel will ich euch ja nicht verraten, denn ihr sollt ja mal hier vorbeikommen. Übrigens als kleiner Tipp, es gibt ein ganz tolles Kombi-Ticket zwischen dem Verkehrsmuseum und dem Flughafen Dresden, was sich speziell an die Schulklassen richtet, wo ihr den Vormittag im Verkehrsmuseum verbringen könnt und dann einfach später an den Flughafen anreist und wir euch hier alles zeigen und natürlich auch den Rumpf. Also, ich freue mich auf euren Besuch. Bis dahin! So, jetzt bin ich nochmal hier. Ich zeige euch nochmal ganz kurz den kompletten Rumpf. Meine Kollegin hat euch ja schon ein bisschen was zur Geschichte erzählt und ein bisschen was zu den Angeboten hier stattfinden. Und ich gehe mit euch jetzt nochmal ganz kurz hier in das Cockpit rein. Ihr seht, das Cockpit sieht relativ unvollständig aus. Das liegt einfach daran, dass wir uns hier entschieden haben, nur Originalteile einzubauen. Das heißt also, alles, was man nicht sieht, ist einfach nicht da. Das, wie das halt manchmal ist, wenn der in der Produktion eingestellt wird, dann ist es halt schwierig, dass man da tatsächlich noch ein vollständig erhaltenes Objekt findet. Wir haben hier nochmal so ein paar verschiedene pneumatische und hydraulische Geräte, die alle mit der 152 quasi zu tun haben, als verbaut sind theoretisch. Hier haben wir nochmal ein Prospekt, das kann ich auch, euch auch im Museum nochmal zeigen, ein Original-Prospekt, wo es natürlich darum ging, darum mal die Serienfertigung zu bewerben. Dann gehen wir hier unter den Tragflächen sozusagen lang. Hier haben wir noch ein kleines Image-Video zum 152, also ein originales aus der Zeit. Hier haben wir jetzt die Sitzflächen, wie vorhin schon gesehen, bei meiner Kollegin. Und hier im hinteren Bereich, auch ganz nett und vor allem ganz wichtig, ein kleiner Toilettenraum, also zwei sogar. Toilette ist da unten. Und dann haben wir im hinteren Bereich, das kann man aber jetzt recht schlecht sehen, da gibt es nochmal einen Ladebereich. Genau, so viel dazu hier zu 152. Es wird noch einen weiteren Teil geben im Museum. Da zeige ich euch nochmal, was wir im Museum haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mittagspausenvideo. Ciao!